Spiel neu starten. Ist Lavolto da? Fährt nicht mit. Der hatte mir geschrieben, dass er zum Hauptrennen da wäre. Aber der ist nicht online. Wo ist der Leon jetzt hin? Warte. Ja. 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 Ja, genau. Ja, wo ist der jetzt? Der Schmuck. Leon Mann Igel. Ist mit dir. Du willst dir doch keinen Namen ausdenken. Der heißt so. Ja, genau. Mann Igel. Ich schwöre, der heißt Mann Igel. Du bist schon so Mann Igel, Alter. Ist halt so. Eine Birne fehlt. Ja, warte mal eben noch 2-3 Minuten, mal gucken. Aber, ja. Lurenhardt. Das hat eine Pflaume, Alter. Alles klar, wir können starten. Kann ich Lars hier einladen? Oder stelle ich den Vogel? Ach, Lars. Ah, ist ein schwieriger Typ, aber. Nee, kann sie machen. Sagte, warum sagt mir das keiner? Bis noch ein Hauptrennen kommt. Steht ja nicht im Discord 28 Mal. Das steht da drin, siehst du, ich hab mich noch drüber aufgeregt. Ja, das liest da wirklich drin. Einfach keiner, ey. Nee, der ist nicht mehr zu Hause. Hm? Habib, Wallah, Habib, D. Was mit mir? Warum hast du das? Was willst du von mir, Alter? Schlag dich mit Messer in den Bauch. So, ich glaube jetzt. Hast du jetzt das alte Lars eingeladen? Ich habe das alte Lars eingeladen. Ich hoffe, das hat er gehört. Er hat das nicht gehört, das ist irgendwie alt. Na Lars! Hast du gestrahlt, wo du im Briefkasten geguckt hast? Was habt ihr da mittlerweile eigentlich schon gebaut, Lars? Ja. Nee, ne Bon meint er.
Er hat sich schon so ein Zuhause gebaut. Ach, kein Regen, schade. Danke. Schlechter Renningenieur. Was für Neo. Na, ehrlich, hat die ganze Zeit in der Nase gebohrt. Gut, was empfiehlst du? Gelb-Rot oder Rot-Gelb? Gelb-Rot. Gut. Bist du hinten? Ja, 15. Ja. Ist halt einfacher am Anfang durchs Feld zu kommen, ne? Sind noch nicht so weit auseinander, logischerweise. Aber das kommt immer darauf an, wenn es am Anfang einen Crash gibt oder sowas und du sammelst so viele Positionen ein, dann. Ach, ich fahre Gelb-Rot. Auch egal. Was halt zu verlieren? Ich fahre mal lieber die schlechteren Reifen zuerst. Also weiß. Ja. Und wenn dann nochmal 10 Runden vor Schluss ein Safety Car kommt? Und wenn der Safety Car in der ersten Runde kommt? Na. Ja, mit Liga 1 Fahrern wollen wir uns hier gar nicht erst messen. Haben wir was gesagt, wann es losgeht? Nee, ne? Ja. Nach dem Deutschlandspiel. Das wird ganz schön, was Deutschland spielt. Das ist schon so interessant, das kriegt man gar nicht mehr mit. Die spielen heute in den Frauentrikots, ne? Ja. Haben die Sport-BHs an oder was? Nein, die spielen noch in den Frauentrikots, weil auch jetzt die Frauen, was ist das, EM oder WM ist. Und die ist ja in England und weil die Weiber das ja vor der letzten EM für uns auch gemacht haben. Ach, keine Ahnung. Um zu zeigen, ist ein DFB, ist ein Fußball, Mann, Frau ist egal, aber ja. Immer diese Gleichberechtigungsgedöns hier. Nicolo Barella. Wie ist das hier mit Sprit? Ein Liter mehr. Raspadori. Ich hab eine Runde mehr. Das ist, glaube ich, ganz easy, ne? Alle gelb. Auf den Jeff? Der Jeff hat wieder bei irgendeiner Alten bei dir im Haus gepennt. Der kann sich nicht konzentrieren. Jeff, sein Name ist Jeff. Jodel hat jetzt auch noch auf Gelb gewechselt, ne, André? Ich schwöre das weiter. Lars, ich mach dich glücklich. Muss nach Berlin fahren auf Knien. Auf Knien?
Ja. 9-Euro-Ticket dann auf Knien im Bus, genau, im Zug Lars, sitzen, ich mach dich glücklich. Nee, erst nach der Einführungsrunde. Geh los jetzt. Geh jetzt los. Oh. Ja, Uhr. Guck mal, da steht ein Safety Car vor der Zuschauertribüne links. Geil. Das sehe ich von hier hinten nicht. Na, das siehst du gleich, wenn du vorbeirollst. Musst du mal gucken, relativ gleich. Hä, das ist ein Krankenwagen. Ey, da musst du mal gucken. Was, das ist doch ein Kombi. Wie willst du den da reinkriegen? Ich habe keine Zeit zu gucken. Ich muss mich konzentrieren, dass ich die richtigen Gänge reinkriege. Ein Teil nur. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Kann doch mal passieren. Das ist schlecht. Weil jetzt weiß ich das. Und dann muss ich das. Oh, melden. Ich rieche 6 Strafpunkte für André. Puh. Oh. Ah, nee. Ist gar nicht, die ne? Werden automatisch das Quali später. Letzten abgegeben. Nehme ich. Das sind ja gar keine 6 Strafpunkte. Das ist eine Quali-Sperre. Ich komme ja da langsam echt mit durcheinander, ne? Ich auch. Tatsächlich. Ja, echt. Dass ihr euch nicht schämt. Ja, anders seid ihr. Steinigung, kriegt man genau. Euch ja nicht. Das sind die Bananenschalen bei Mario Kart. Ja. Das wird Zeit der Steinigung mit reinkommen. Ich meine, guck mal. Corner Cutting zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da hat das richtig gefruchtet. Da wäre einmal richtig durchgegriffen. Das macht keiner mehr. Da traut sich keiner, irgendwie eine Corner zu cutten im Quali. Wer war das noch? Gut, mal? Es gab einen Toten, ja, aber der ist kurz und schmerzlos gestorben und alle anderen haben davon profitiert. Die Gemeinschaft lebt weiter. Ja. Lars, du hast an dem Wochenende sogar Weekend League gespielt, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Danke. Das ist ja eine super Party hier, ne? 14, 15, 16, 17. Jo. Alter, das ist ja geil, ja. Die Pros hier. Über Pros, ey. Erstmal gleich ewig weghauen. Aber jetzt hast du schon die Sportgruppe weggelassen. Die einfach, schon, ne? Der ist nämlich Fünfter. Den habe ich mit Absicht rausgelassen. Ich will den guten Namen nicht beschmutzen. Sportulette, viel Erfolg euch da gute vorne. Gute EVE 100. Gut Kick und viele, viele neue Flügel. Und ich keinen. Ja. Ja, wer einen braucht, bei Red Bull. Oh 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 oh. Da sind auch schon wieder Teile geflogen, hab ich nämlich genau gesehen. Oh, fuck, Alter. Wow. Da sind denn abgeflogen? Jo. Wow. Ferrari. Hier ist Venom. Jo, in Rouge. Boah. Puh. Genau so einen Unfall habe ich mal live gesehen. Oh, verdammt. Yo, komm noch weiter rüber, Alter, was geht ab? Ruhig bleiben. Geht denn hier bei euch, Alter? Boah. Kein Safety Car, ne? Das war gut, beschwör's nicht. Jetzt ist es. Oh. Nein! Oh,
Fuck, Alter. Alter, wenn jetzt kein Ghosting gewesen wäre, ne? Ja. Oh, Leute mitgenommen hier. Wo soll ich denn hin? Sorry, oh, Boni. Erik, scheiße. Ja, egal, ich muss rein. So, wie fahr ich denn jetzt? Wir werden mal zu immer rot fahren. Oh, scheiße. Geht ja. Oder scheiße. Weiß durch, der weiße Reifen war nicht so schlecht. Ja, mit weiß kannst du durchfahren, glaube ich, ja. Und dann nehme ich weiß. Gehen. Ja, mach ich auch. Aber ich kann mit weiß nicht fahren, ey. Ja, und du ruhig ein bisschen lupfen. Nicht für Risiken. Oh, ich hasse weiß. Och Mann, ey. Ich fahr doppelt rot. Oh, die werden aber gut. Nach 5, 6 Runden. Umentschieden. Ich hab mich nochmal umentschieden. Den Teufel gar. Kannst auch mit Mediums durchfahren, das geht, aber. Geht nicht, ich hab schon Mediums drauf. Ja, ich hatte auch Mediums drauf. Jetzt Gott, was fällt vor mir für ein Setup, richtig, Alter. Reifen flüstern. Oh. Oh, die sind ja nur am Rutschen, die Weißen, ey. Oh. Lars, du trainier mal den Spieler da. Ja, das beide auf Rot gegangen. Okay. Da habe ich jetzt ja gar keine Chance mehr. Stell die Minuten hoch. Also ein bisschen zumindest. Jetzt hast du mal keine Zeit, vernünftiges Satz zu kriegen und kriegst nicht mehr Minuten. 12 Minuten am Viertel. Ja, ist ja auswegs das Spiel am Anfang. Ja, riech mich vorbei. Dann mach ich Platz. Vorbei. Irgendwie. Ja, komm, dann fahr. Danke. Ich hab eh keine Chance. Mit den Weißen. Jetzt ist er. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Jetzt frisst mich gleich der nächste. Ach, warum bin ich auf Weiß gegangen? Scheiße, ey. Oh, die kommen schon noch. Ja. Die ersten zwei Runden. Und Spar. Mit Sicherheit. Nicht so geil. Aber dann. Werden die eigentlich nach und nach besser. Der Reaper nimmt Chukum. Diego! Maradona. Boah, Alter, was knapp. Jo, du weißt echt nicht, was er machen soll. Und wenn er nicht bald vorbeigeht, will ich es auf der Geraden versuchen. Dann kannst du beide. Hast du aufgespart?
Ja, ist so. Ja. Muss ich mich um auch noch um die scheiß Katze scheren, Alter. Oh, gelb. Sporty! Okay, alles klar. Oh nö. Weggedreht. Rein oder? Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,1 Sekunden. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach voll. Ich bin Achter. Na, Kims Reifen dürfen jetzt abbauen. Boah.
Boah, der war schlau, wa? Wieder Scheiße gebaut, er darf nicht wahr sein. Ja, 10, 11 Runden kannst du dir doch mal schaffen. Rot. Also ich würde eher, also die Mediums dürfen wir noch behalten, oder? Ja, ich würde eher Runde 12, 13 oder die Richtung. 8. Das ist so schön am Fighten mit dem Beast. Frau, wie läuft doch diesen Daniel auf, der wird auch langsam. Langsam. Tommy ist doch schon die ganze Zeit hinter dem Daniel, oder? Ja, ja, der kommt doch nicht richtig vorbei, ne? Das
Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Brücken, Böen, ist raus. Den F was? Hat er sich den F geschossen? Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben wir das ist natürlich Zeit vom Timing her gut, dann können wir reingehen jetzt. Keine Pläne für ein Safety Car. Okay, bei mir sagt er ist nicht. Nö, da kommt kein. In die Bergabkurve bin ich innen auf den Korb gekommen und dann, naja, wenn es 250 ist, das Thema dann auch erledigt. Ja, der Innenkorb ist krass, ne? Ja. Oh, dafür kriege ich 3 Sekunden, das ist unglaublich, ey. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Kurva manch. RLO LTX hinter mir lassen, ey. Krass. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Steck kann auch nicht ausbauen. Ist nicht viel. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit nee, 17. Ich fahre einfach einsam und dann einmal eine Runde hier. Ah ne, 15. Entschuldigung, hast recht. Entschuldigung. Ja, so einsam. Also du hast 20 Sekunden auf Kim Player ungefähr, das ist ein Boxenstopp. Und dann, du fährst, also wenn du gegen die gleichzeitig gut machst, die davor sind, alle mit 10 Runden, also Mediums und so, die müssen ja alle bald rein. Du musst eigentlich gucken, dass du jetzt ein bisschen... Meinst du mich? Gas gibst, ja, ja. Dann ja, okay. Ja, dass du vor denen Gas rauskommst, die stoppen. Ja. Ja, natürlich jetzt nicht. Mit den 8 überpacen, aber. Ja, ja. Die unterbrechen. So, jetzt ist dieser Mikesh hinter mir mit Gelb. Mal gucken, wie sich die Zeit so entwickelt. Aber es wird eng. Er war 10 vor mir, ist jetzt 8 hinter mir, also. Das wird nicht ganz reichen auf Kim und so. Achso, ja dann. Ah ja, da kommst ja schon du, stimmt. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,5 Sekunden. Ups. Ja. Ja.
Ja, wir fahren auch mal. Oh, da ist hier weg, der Typ. Scheiße, dieser Mythisch kommt näher. Keine Chance. Naja. Ja, wenn du so nicht klarkommst mit den Dingern, dann geh besser jetzt nochmal rein und hol dir Geld oder so. Ich weiß nicht, aber. Wie viel Prozent haben die denn? Meine? Ja. Dann warte ich kurz sofort. 30. 30 vorne links. Ich will nochmal rote machen, ne? Ja, rote gleich, ja. Dann noch ein Safety kaufen. Nee. Da, der einzigen, die vor dir drin war, mein Kim-Player Crisscross. Der Rest muss noch rein. Du hast jetzt gerade auf dem führenden 44 Sekunden. Aber du würdest aktuell auf jeden Fall P8, ja. P9 so rauskommen, wenn die jetzt gleich reingehen. Ich kann die Reifen jetzt von denen alle nicht sehen da vorne, aber. Gehe ich nochmal auf Rot. Ist ja scheißegal, ne? Ja, ich würde. Auf Rot kannst du wenigstens noch mal ein bisschen pushen und falls Safety Car kommt, hast du halt gute Karten, ne? Ich weiß nicht. So ist jetzt auch, also ob du jetzt 14. bist oder 16. Ja. oder so. Ja, stimmt auch. Dann gehe ich jetzt. Bei nach vorne wirst du nicht kommen. Nee. Reifen. Nicht schnell genug. Dann gehe ich jetzt mal. Jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Gringo ist auf 4 wieder rausgekommen. Ich habe auch eine. Dran gewöhnen, dass ich wieder auf roten fahre, ey. Wie viel schneller ich bin. Boah, krass, ey. Krass, dann kommst du aus der Box, darfst direkt DRS benutzen. Sechs.
kostet Chrissy, das ist ja für der Zungenbrecher, kostet Chrissy jetzt echt viel Zeit. Wenn ihr auf den noch aufschließen könnt, Jodel und du beide kassierst, Podium, Maschallah. Erstmal weg, Jungs. Wir hören uns später. Später, jo. Erik. GG noch. Später. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,5 Sekunden. Sekunden noch, komm. Die haben auch beide eine Zeitstrafe vor dem Pulli. Hallo. Was haben die? Zeitstrafen. Ah ja. Stimmt. Schuppen kriege ich nicht, aber... Ist aber noch ein bisschen. Ja. Ja, Schuppen nicht vielleicht, aber Mikesh davor, der ist mit Mediums unterwegs, das ist gar nicht so ein guter Pace. Okay. Ah ja, ich war einfach gucken, wo ich rauskomme. Einfach vorbeigelassen. Okay. Sauber, Reaper. Jetzt Blick nach vorne. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Lars, wenn das durch ist mit Lukas Parker,
Sekunden. Den kriegst du noch. Die Mediums von Chris Cross sind nicht mehr gut. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Na, easy. Ich bin noch einmal Sektor 2, dann hast du ihn. Ja, egal, es ist noch genug Zeit. Zwei Runden. Geht Bastian auch noch. Zeitstrafe ist natürlich Mist. Ah, fucking 3 Sekunden, ja. Aber der hat jetzt richtig heiße Reifen und die waren eh schon scheiße, der war eh schon am struggeln. Also, könnte auch noch was gehen. Wenn du Glück hast, attackiert Frommi den noch irgendwie oder so. Wird er garantiert. Frommis Reifen sind genauso alt wie meine. Pace ist relativ gleich gewesen.
gleich dran. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Vorsicht beim Heranfahren. Der Fahrer vor dir hat kein Benzin mehr. Pass deine Geschwindigkeit entsprechend an. Sport, die ist los. Achso. Na, ah, Criss Cross hat eine Strafe. Nice. Ah, mit Frommi wird aber eng. Okay, alles klar. Ja, aber Jodel hat keinen Sprit mehr. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt gar keinen Sprit mehr. Kriegen das nicht mit hier im Stream, aber. Puh. GG. Digga, ich bin feucht. Nass wie Hund. Tschüss. Starkes Rennen. Die auch. Achter? Nee, wo ist noch? Oder? Herr Jodl ist Neunter? Der ist immer noch nicht im Ziel. GG. Oder? Jetzt. Okay. André, kannst du Fotos machen? Ich muss mal eben schnell nach meinem Jungen gucken. Ja, super, danke. Podium! Tradable! Ja. A good recovery drive from the Sportgruppe. Ich mach dann jetzt mal eine Party mit Lukas auf, wa? Lass. Okay. Jo, ja, sorry. Das wäre ganz so geil, wenn das Spiel einen richtigen Modus hätte, wo man irgendwie auch mal ein paar Daten sehen kann oder sowas, aber hier bist du echt darauf angewiesen, was der da hin und her schaltet. Gut gefahren, Männers. Ja. Was in so einem Rennen drin ist, wenn mal keine Scheiße passiert, ey. Was? Fünfter. Ja, ohne die scheiß Strafe Vierter. Aber, na, Strafe halt. Machst du nix. Ja, war auch ein gutes Rennen, also. Eine Zeit lang konnte ich auch ganz gut mit dir mithalten auf den abgefahrenen Pellen, aber auf den frischen dann nicht mehr so richtig. Ja, brutal, Alter. Phew.
Jodel ist nur 8er geworden, Alter. Der war 4er, ne? Und dem geht einfach in Sektor 3 der Sprit aus. Junge, Junge, Junge. Ja, gut. Bin ja auch nichts anderes von dir gewohnt. Legende.